Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von Tradevola. Wie ihr sicherlich alle wisst, wollen wir heute ein paar Dinge zu den Märkten, die momentan handelbar sind, hier auf Interactive Broker oder auf jedem Introducing Broker zu IB, also sprich CapTrader, Lynx, TradeStation oder auch Systrade. Momentan sind 135 Märkte handelbar aus 33 Ländern und 23 verschiedene Währungen. Und um Ihnen mal so einen kleinen Einblick zu geben, wie sich dies dann auf die einzelnen Länder verteilt und dass das wirklich vielleicht auch manchmal die Komplexität der Plattform ausmacht, weil halt so viele Produkte zu so vielen verschiedenen Märkten verfügbar sind. Man sieht es ja oft, wenn man eine Aktie auswählt, die gibt es dann sehr häufig nicht nur in Deutschland, sondern auch in Amerika, Mexiko oder an verschiedenen anderen Börsen. Hier ist es nochmal komplett auf die Kontinente unterteilt. Wenn Sie jetzt sagen, okay, mich interessiert eigentlich speziell, was ist denn jetzt in Märkten wie Afrika verfügbar? Da muss man sagen, gibt es momentan nur die CFDs aus Südafrika. Weitere Märkte sind momentan noch nicht aus Afrika verfügbar. Das Gleiche, gut, hier hat man jetzt nicht nach Nord- oder Südamerika unterschieden, aber in Amerika bezieht sich es jetzt auch speziell, kann man sagen, nur auf diese drei großen Länder, Mexiko, Kanada, USA. Das heißt, aus Südamerika selbst gibt es jetzt momentan auch noch keine Märkte, die hier verfügbar sind. Man hat es hier speziell nochmal untergliedert nach Aktien und ETFs. Hier sieht man nochmal die einzelnen Börsen dann aus dem jeweiligen Land. Klar, in den USA jetzt mit der New York Stock Exchange oder auch mit der Nasdaq, um jetzt mal die zwei bekanntesten vielleicht zu nennen, sind sonst aber alle Einzelbörsen drin enthalten. Ich glaube, für viele ist es auch wichtig, in Deutschland schlussendlich zu sehen, welche Einzelbörsen kann man denn ansteuern. Ist es jetzt nur die Frankfurter Wertpapierbörse oder gibt es auch Stuttgart, Düsseldorf oder andere Möglichkeiten, die Order mit abzusetzen? Also hier finden Sie wirklich die detaillierte Auflistung. Wir gehen jetzt mal Schritt für Schritt weiter diese Dinge durch. Das heißt, bei den ETFs sind es die ähnlichen Produkte. Wir haben natürlich bei Optionen dann auch komplett alle Märkte in den USA. Kanada haben wir auch für diese Optionen hier mit bei IB verfügbar. Futures sehen Sie auch, USA, Kanada, Mexiko. Nur bei Future-Optionen bezieht sich lediglich auf Mexiko und Amerika. Ansonsten gibt es natürlich auch die festverzinslichen Wertpapiere, die momentan höchstwahrscheinlich nicht so stark nachgefragt werden, die Sie über IB direkt handeln können. Ja, Währungen sind, glaube ich, auch so die Major Pairs mit drin und die großen Hauptwährungspaare. Ein paar kleinere Währungen, glaube ich, fehlen, die vielleicht über andere Broker noch mit handelbar sind. Aber ansonsten sollte hier auch alles inkludiert sein. Und interessant wird es dann bei den Investmentfonds. Hier findet man nur mal diese Firmen, die ja, Fondsemittenten, wenn man so nimmt. Und hier haben wir auch als Beispiel eine Allianz mit drin. Klar, die größten wie BlackRock sind hier auch alle enthalten. Also wenn Sie jetzt sagen, ich bin eigentlich gar kein Trader oder Investor, ich möchte einfach nur ein paar Fonds langfristig kaufen und halten, dann sollten Sie eigentlich auch alle diese Fonds hier direkt über IB finden und dort natürlich auch mit den ja, möglichst günstigsten Gebühren handeln. Statt es jetzt vielleicht über Hausbank zu machen, lohnt sich immer mal ein Vergleich. Wenn Sie natürlich sagen, ich kaufe einen Fonds, lasse den 30 Jahre liegen, dann ist es jetzt nicht entscheidend, ob Sie da 5 oder 10 Dollar Gebühr zahlen. Aber wenn man hier schon etwas diversifizierter im Depot unterwegs ist, macht es auf jeden Fall Sinn, da die Kosten zu vergleichen. Weltweit natürlich auch nochmal die Auflistung der einzelnen Fondsgesellschaften. Ne? Da sollten zumindest auch die ganz Großen überall mit enthalten sein. Jetzt kommen wir zu Europa. Europa, muss man natürlich auch sagen, sind noch ein paar Länder, die man jetzt geografisch nicht direkt bei Europa einordnen würde, wie Israel, Russland vielleicht auch mit ein paar Abstrichen. Ansonsten hier auch so die wichtigsten Hauptbörsen enthalten. Sie können aber, glaube ich, was für viele auch immer ein ganz wichtiges Thema ist, strukturierte Produkte wie Zertifikate oder sogenannte Turbos, zumindest aus Frankreich, Deutschland und Niederlande handeln. Und hier sehen Sie auch, welche Zertifikatbörsen, Stuttgarter Börse, glaube ich, so die bekannteste in diesem Bereich, Börse Frankfurt und Xetra, wo diese Produkte handelbar sind. Ja, Wertpapieroptionen auch auf ja,
sind 10 Länder, die wir in Europa haben, die dies anbieten. Und bei Future-Optionen ist es lediglich Deutschland und das Vereinigte Königreich, was Future-Optionen anbietet. Aber auch Optionsscheine sind zumindest hier über Deutschland und Schweiz genauso handelbar wie festverzinsliche Wertpapiere aus Europa. Wenn man jetzt in Richtung Metalle gehen möchte, haben wir hier Gold und Silber aus dem Vereinigten Königreich. Spotwährung hatten wir angesprochen und ganz unten kommen jetzt nochmal die Investmentfonds aus Europa. Beim nächsten Punkt, Asien, Pazifik, dünnt sich das Ganze auch etwas aus. Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, Afrika kann man als solches eigentlich gar nicht wirklich in die Liste mit aufnehmen. Es sind lediglich die CFDs aus Südafrika, aber Sie sehen auch, Asien und Pazifik ist auch auf Australien, Indien, Singapur, Hongkong und Japan begrenzt. Ich glaube, es gab noch in Einzelfällen auch die Möglichkeit, Dinge aus, ja, hier haben wir es bei Wertpapieroptionen, aus Südkorea zu handeln. Aber das sind im Prinzip die Länder, auf die sich in Asien, Pazifik konzentriert. Andere Börsen sind momentan da nicht in Planung oder momentan einfach nicht verfügbar. Und hier die gleiche Unterscheidung nach den einzelnen Produkten wie oben gesehen und ganz unten die CFDs aus Südafrika, was das einzige Produkt aus Afrika darstellt. Sollten da Fragen sein, sollten Sie vielleicht Dinge jetzt nicht finden oder auch Probleme haben, dann diese Kürzel oder die Symbole, die Wertpapierkennnummer, wie auch immer, zu den einzelnen Produkten zu finden, lassen Sie gerne einen Kommentar unter dem Video da. Wir werden versuchen, das möglichst schnell zu beantworten oder dann auch gerne noch einmal ein weiteres Video Ihnen mit zur Verfügung zu stellen und Ihnen hier Hilfen mit an die Hand zu geben. Alles Weitere dann gern in den kommenden Videos. Also subscriben Sie zu unserem Kanal, lassen Sie einen kurzen Kommentar da. Ich würde mich freuen und verbleibe bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.